Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Urban Empire. Wir sind in Kaisershafen und füllet die Erde. Die Christdemokratische Partei des Varelas hat einen Antrag gestellt, dass alle Arten von Verhütungsmitteln verboten werden sollen. Ne, das lehne ich ab. Sehr schön. Und dementsprechend wird die Partei von 5 weniger Leuten gewählt. Leute, dafür brauchen wir entweder mehr Dichte oder einen neuen Bezirk. Ich glaube, mehr Dichte hilft erstmal. So, und weil wir schon dabei sind, über die Änderungen dieses Bezirks mit einer höheren Dichte abzustimmen, würde ich sagen, drehen wir ein ganz klein bisschen eine Temposchraube. Was? Dass die Regierung mit Hilfe von Steuergeldern einen Fonds zur Unterstützung von Arbeitslosenunterstützung auf jeden Fall. Das unterstütze ich sehr gerne. Wuhu! Das bringt allein schon wieder unfassbar viel Denkleistung und das finde ich sehr gut. Ach, Bücherwürmer. Die Bewohner von Oldborough lesen sehr gerne. Das ist an und für sich großartig, aber sie stellen auch Forderungen. Die Bibliothek soll mehr Bücher anschaffen und länger geöffnet sein. Was tun sie? Ja, ich gebe denen, was sie wollen, weil das unterstütze ich doch mal. Sehr schön. Mehr Spaß, mehr persönliches Wachstum, die optimale Reichweite der Stadtbibliothek hat sich um einen erhöht und 2 Leute mehr haben einen Job da gefunden. Juhu! So, dann ändern wir doch mal die Finanzierung. Das dürfte die Hippie-Partei hier vorne... Wer heißt die nochmal? Ich weiß gerade gar nicht. Fortschrittspartei, genau. Das dürfte die auf jeden Fall freuen. Sehr schön. Jetzt gibt es viel mehr soziales Leben dadurch. Und viel mehr fürs Umfeld. Na, reicht das, um hier einen Push zu machen? Wow, jetzt haben wir zwei Sachen. Wir haben nur noch Gesundheit auf 9 und das soziale Leben auf 9 und sonst alles auf 10. Leute, das finde ich geil. So, das Verbot von Empfängnisverhütung wird natürlich scheitern. Soll ja jeder seinen Spaß haben, wie er will. Oh, das tut mir aber leid. So, die Änderung des Bezirks. Die kommt hingegen durch. Das finde ich sehr gut. Ach Mist, die Freiheitspartei ist gar nicht mehr im Stadtrat. Schade, bei wem sorge ich denn jetzt dafür, dass die mich hassen? Ja, eigentlich bietet sich dann ja hier die Zentrumspartei an. Ja, komm, drohen wir dem mal ein bisschen. So. Ansonsten, ja, lassen wir die Abstimmung mal durchlaufen. Und wie zu erwarten war, es geht wunderbar durch. Das hier wird scheitern, hoffe ich. Ja, denn ich habe mir damit diese soziale Ader da... Die soziale Ader bezüglich, hey, ihr könnt auch gerne umsonst mit der Bahn fahren. Hier, kostenlose Stadtbahn, zack, das mache ich. Und da sind auch alle für und da sind alle von begeistert. Und hier mache ich mal ein Verbot des regellosen Überquerens der Straße. Haben wir noch irgendwas? Nicht wirklich, oder? Ah, egal. So, wir haben die Abstimmung über die Bürgermeisterwahl. Das sieht gar nicht gut aus. Komm, machen wir mal bei denen hier. Bitte, bitte. Ja, sieht schon besser aus. Bei denen machen wir auch nochmal bitte, bitte. Ja, das sieht gut aus. Und schon haben wir es gedreht, glaube ich. Drückt mir die Daumen, dass das passt. Aber das sieht sehr gut aus. Ich glaube, ich habe die Wahl gewonnen. Wenn auch knapp. Jawohl, gewonnen. Sehr schön. Das ist doch wunderbar, ihr Lieben. Das hatte ich schon verbessert, ne? Jawohl. Gut. So, ich muss doch irgendwo was für die Gesundheit tun. So, hier ist Umfeld auf 9, aber in Summe bin ich... Ich bin jetzt überall auf 10. Außer bei Gesundheit, wow. Oh, schlechte Umgangsform. Ihr Assistent hatte den Auftrag, einen Stadtrat der kommunistischen Partei Svarelias auszuspionieren. Er folgte ihm daraufhin zu einer Varieté-Show und wurde Zeuge, wie der Mann einer Burlesque-Tänzerin obszöne Sachen zurief. Zudem hatte er danach offenbar auch noch das Bedürfnis, sie zu belästigen. Ich würde sagen, das behalte ich jetzt erstmal für mich, damit ich einen Dolch habe. Und der Zirkus kommt wieder. Und wieder einmal sage ich, mach die Restaurants länger auf. So, jetzt drehe ich mal kurz ein bisschen langsamer, denn ich muss gucken, wo hier noch ein Bedarf an Gesundheit ist. Ah, hier ist eindeutig der größte Bedarf. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit und machen hieraus direkt einen großen Bezirk. Mit einem Busnetz, mit Ampeln, mit einer Parkuhr. Mit der Stadtbahn, mein Gott, ey, wir hauen das Geld aber echt mit vollen Händen raus, es ist unglaublich. So, dann würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall viel Gesundheit und dann hilft doch, denke ich mal, ein Schwimmbad am besten.
So, da kommst du hin. Und ja, ich denke. Boah, 17 Gesundheit bringt das? Meine Fresse. Das würde ich dann, glaube ich, vielleicht hier unten gleich machen. So, wir schlagen das einfach mal so vor und das sieht schon wieder sehr gut aus. So gefällt mir das doch, ihr Lieben. So, gleich habe ich auch diverse neue Verordnungen zur Das Verfügung. drahtlose Zeitalter wird Kriege unmöglich machen, weil es sie lächerlich machen wird. So, was haben wir denn? Vollständige Sendezensur, Waffenkontrollgesetz und Einführung des Polizeifunks. Das sind alles schöne Dinge. Na gut, die Zensur jetzt weniger, aber der Rest. Drum erforschen wir nun Nylon. So, Funkgeräte. Was machen wir denn? Verantwortungsmöglichkeit der Polizei. Subventionierung des Absatzes, Kontrollmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf. Ja, komm, dann machen wir das mit der Polizei direkt. Zack. Und da kommt die Abstimmung darüber direkt durch. Zack, Wunderbärchen. So, Verbot des regellosen Überquerens der Straße, das ist sehr schön. Zack. Und die kostenlose Stadtbahn, da sind auch fast alle für. Das finde ich doch mal wunderbar. Das freut auch, glaube ich, meine Bürger bestimmt. So, sehr schön. Wow, krass. Und jetzt erstmal direkt viel mehr Einnahmen bekommen. So, hohe Dichte. Hier haben wir auch schon hohe Dichte. Hier aber noch nicht. Das könnten wir gleich auch mal ändern. So, Bezirk verändern. Das kommt wie immer durch. Leute, ich bin begeistert. Echt, es läuft gerade so fantastisch. Ich muss jetzt nur noch irgendwie hinkriegen, dass die Partei der Mitte war es, glaube ich. Oder? Nee, Zentrumspartei, genau. Dass die, ja, die hassen mich schon, das ist gut. Muss jetzt bei denen noch ein bisschen punkten. Bei den Christdemokraten. Die Partei der Mitte mag mich. Die auch, die auch. Ja, selbst die Kommis, die sind einigermaßen für mich. Dann gucken wir doch mal, was wir noch an Verordnungen so haben. Waffenkontrollgesetz. Mehr Sicherheit, weniger Spaß. Vollständige Sendezensur wird, glaube ich, keinem so richtig schmecken. Verbot von Empfängnisverhütung. Ja, komm, machen wir mal das Waffenkontrollgesetz. Einfach, dass wir mal ein bisschen verordnungstechnisch was tun. So, und was wir jetzt auch tun werden, ich verändere mal die. Ah, Mist, der hat schon hohe Dichte. Schade. Ja, ich bestätige das. Der hat auch hohe Dichte, aber der hier noch nicht. So, hohe Dichte, zack. Dann brauchen wir hier natürlich noch ein paar Dienstleistungen. Also ein bisschen Infrastruktur, nämlich die Stadtbahn. Das wird bestätigt und dann würde ich sagen: Leute, ich habe überall eine 10, ich werde bekloppt. Wie geil ist das denn bitte? Wollen wir Parks? Da haben wir eigentlich ganz genug. Ja, gut, dann aktualisieren wir hier einfach nur schnell die Infrastruktur. Und ich drehe mal wieder an der Temposchraube, denn ich. Ja, wobei. Ich hatte jetzt gerade überlegt. So, du bist hier noch moderat. Du hier, glaube ich, auch noch. Laute Party sind Riesenau. Na komm, dann mach doch mal ab 22 Uhr ein bisschen leiser und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Sehr schön. Nylon! So, Frauen sind ganz verrückt nach Nylonstrümpfen. Da sie nicht vor Ort produziert werden, sind Nylonprodukte doch immer eine Rarität. Was sollen sie tun? Anfangen zu importieren, lokale Produktion unterstützen oder versuchen, einen lokal produzierten Ersatz zu finden. Na, das klingt mehr so nach DDR-Variante. Deswegen würde ich sagen, wir unterstützen die lokale Produktion. Jetzt haben die Leute ein bisschen weniger Geld, weil sie sich alle Nylonstrümpfe kaufen. Und Steueränderungen. Was wollt ihr denn jetzt? Mehr Studentenstimmen für sich gewinnen, da die Partei eine aggressive Kampagne führt, um die Steuersätze für Studenten zu senken. Ja gut, okay, und das unterstütze ich dann sogar. Versuch's ruhig. So, die Partei wird jetzt von mehr Leuten gewählt. Und sie hat ein besseres Wohlwollen mir gegenüber. Das ist schön. Tja, leider wird die Abstimmung trotzdem nix. Egal. Hauptsache, die Partei mag mich. Was fehlt, wo fehlt mir denn noch Infrastruktur? Egal. So, wir ändern jetzt. Ich glaube, genau der Bezirk, wo ich gerade drauf war. Gut, dann werde ich da gleich doch mal nachjustieren. Wunderbar, das passt. Das Waffenkontrollgesetz sieht auch gut aus. Das ist doch sehr schön.
Wunderbar, das hätten wir damit auch durch. Wie ist denn euer Wohlwollen? Wir müssen mal spionieren bei euch. So, ihr, die Sozialdemokraten lieben mich, ihr liebt mich, ihr liebt mich und ihr findet mich einigermaßen neutral. Gut, da muss ich noch ein bisschen euch Honig ums Maul schmieren. Oh, jetzt sind meine Ausgaben aber deutlich gestiegen. So, dann macht mal, wie ihr meint. Und wie zu erwarten war, die Abstimmung über die Absenkung der Steuern für Studenten hat leider nicht geklappt. Moment. Als erste kommerziell attraktive Synthetikfaser leitete Nylon eine Moderevolution ein, die Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und Verfügbarkeit legte. Die Stärke, Elastizität, Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und das geringe Gewicht des Materials halfen den Alliierten, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Und damit haben wir Bikinis und Nylonstrümpfe erforscht, sowie einige Verordnungen, die wir machen können. Das ist super und wir sind schon fast fertig. Wir müssen nur noch die Scheidung entwickeln und dann haben wir alle Sachen aus dieser Epoche erforscht und sind wieder mal unserer Zeit ein bisschen voraus. Das ist doch super, ihr Lieben. So, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich doch mal einen neuen Bezirk. Der kommt hier oben hin. Moment. Na, das finde ich noch nicht so richtig schön. Ah, so ist schon besser. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal, hallo? Dichtes Netz? Wir machen mal ein spärliches Netz. Ne, das sollten wir doch lassen. Denn ich möchte hier viel Industrie haben und auch Platz für große Fabriken. Deswegen mache ich das jetzt so. Wohngebiete kommen nicht. Wir machen direkt eine hohe Dichte. So, guck mal, was wir für Nachfrage haben. 2 zu 6. Dann machen wir das doch so. 30, 70. Denke ich ganz gut. Wir machen das komplett, die komplette Bandbreite der Infrastruktur. Oh Leute, wow, ich krieg mal nicht eure volle Zustimmung. Das ist ungewohnt, aber mein Gott, das kriegen wir trotzdem natürlich alles hin. Na, zack und zack und... Zack. Oh, bei der Stadtbahn, da habt ihr aber Probleme. Ja gut, dann lassen wir die Stadtbahn erstmal weg. Machen auch keine weitere Infrastruktur hin. Und legen direkt mit dieser Abstimmung soweit los. Die Nachfrage ist einfach so unfassbar hoch. Deswegen, ich brauche einfach einen neuen Bezirk. Schauen wir mal, was die Abstimmung gleich bringt. Ach, Frauen, wohin das Auge schaut. Sie sind schon seit Jahren lokal ein Held und national eine Berühmtheit. Dank ihres Charismas hatten sie nie Probleme, für jede Gelegenheit die passende weibliche Begleitung zu finden. Die Herausforderung ist nun, sesshaft zu werden und dabei gleichzeitig ihrer Herkunft gerecht zu werden. Sie können ja nicht ewig ein Playboy bleiben. Was tun sie? Sie warten noch ein wenig mit dem Sesshaftwerden. Diese Baronin ist für ihre Ansprüche adelig genug. Adele scheint ihnen klug genug zu sein. Diese Rennfahrerin zeigt für ihren Geschmack ausreichend Wagemut. Also, nämlich eine Adlige, eine Intelligente oder die Rennfahrerin. Ich würde sagen, als Lebemann nehme ich die Rennfahrerin. Und damit haben alle einen Bonus von plus 2 auf Spaß. So, der neue Bezirk, der geht sowas von durch. Das ist schön, das freut mich. Ich bin gespannt. Jetzt werden wir erstmal wahrscheinlich miese machen. Gott sei Dank haben wir ein ausreichend hohes Polster. Und ich hoffe, Moment, Kritik annehmen. Ein berühmter Autor, der in Beachdale lebt, ist zu einem lautstarken Kritiker ihrer Politik geworden. Sie laden ihn zum Abendessen ein, um sich mit ihm zu unterhalten. Da würde ich sagen, frage ich doch mal, was ich besser machen kann. Tja. Der traut mir nicht. Ich habe plus 2 auf Zynisch und in Beachdale ist es ein bisschen unsicherer geworden. Und ich sag's ja, wir machen miese. Aber auch die Miesen schmelzen schnell dahin. Durch die neue Industrie. Oh, ein innerer Konflikt. Sie sind schon seit Jahren ein Held und national eine Berühmtheit. Sie haben privat alles genossen, was man sich vorstellen kann. Jetzt fällt ihnen allmählich auf, dass sie älter geworden sind und nicht mehr in demselben Maße Freude an diesen Dingen empfinden. Welche Erkenntnis gewinnen sie, als sie genauer über ihre Situation nachdenken?
Sie sehen sich nach Stabilität, sie sehen sich nach mehr Intimität, sie arbeiten zu viel. Ich würde sagen, ich sehne mich nach Stabilität. So, plus 4 auf sanft. Sehr schön. Ja, die Industrie freut sich über den neuen Bezirk, hier. Das ist doch super, ihr Lieben. So, und wir stimmen ab über die Arbeitslosenkasse. Da sind die meisten für. Was ist denn so mit Wohlwollen? Läuft, läuft. Ja, dich kriegen wir auch noch klein. Ich muss doch die Christdemokraten und die Kommis ein bisschen für mich begeistern. Und die müssen mich weiter hassen. So, dann stimmen mal ab. Ah, wunderbar, ihr Lieben. Mehr Gesundheit, mehr Sicherheit und... Ich meine, ist egal, wir sind sowieso überall am Maximum, aber wir haben mehr Denkleistung dadurch bekommen. Wunderbar, so gefällt das doch. Dann schauen wir mal, was wir jetzt noch für neue Verordnungen haben. Die Sendezensur auf gar keinen Fall. Verbot des Tragens von Hosen für Frauen ist ja jetzt auch irgendwie Quatsch, aber damit würde ich mich bei den Christdemokraten vielleicht sehr beliebt machen. Verbot von Bikinis und Lockerung von Kleidungsvorschriften. Na, ich mache das jetzt ausnahmsweise mal, dass, obwohl das ein Gesetz ist, was mir widerstrebt, mache ich das jetzt einfach mal, dass ich dieses Gesetz erlasse, in der Hoffnung, dass die Christdemokraten mich ein bisschen toller finden. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Hiermit wird der Antrag gestellt, dass Frauen ein Recht auf legale Schwangerschaftsabbrüche erhalten. Wuhu! Jupp, da bin ich für. Oh, wobei, Moment, dadurch könnte ich es jetzt vielleicht verscherzt haben. Na, es geht noch. Na gut. Soweit nichts Schlimmes passiert. Na, ich hätte vielleicht ein bisschen... Liebe ist heutzutage eine Frage des Zufalls. Ehe eine Frage des Geldes. Und Scheidung eine Frage des Zeitpunkts. Naja, so pessimistisch bin ich jetzt nicht. Wir haben Pflichtverteidigerbüros für das Gericht freigeschaltet, die Scheidung und ein paar Erlasse unter anderem Frauenhäuser. So, das war's. Wir sind durch mit Epoche 3, was die Forschung angeht. Auf zu Epoche Nummer 4. Und auch hier sehen wir, dass die Sachen gar nicht so lange brauchen werden. Dann würde ich sagen, erforschen wir doch erstmal direkt die Massenmedien. So, Scheidung. Sie sprechen sich für eine Scheidung nach dem Schuldprinzip aus. Scheidung ohne Schuldprinzip. Frauenhäuser. Ja komm, dann machen wir doch mal hier. Da sind wir wieder einigermaßen nah bei den Christdemokraten. Können wir eigentlich noch was upgraden? Ich weiß gerade gar nicht, was wir jetzt alles noch für neue Sachen haben. Oh, die nächste Bürgermeisterwahl steht an. So, da geht nichts. Da geht auch nichts. Hier geht auch nichts. Beim Gericht, beim Gericht, da können wir aber was machen. So, und das machen wir auch. Wow, plus 1 auf Umfeld, sehr schön. Wunderbar. So, keine Scheidung ohne Therapie. Zack, das geht durch. Mehr soziales Leben und ein bisschen weniger Sicherheit, aber gut. Oh, das wird knapp, aber wenn das durchkommt, dann haben die Christdemokraten mich hoffentlich ganz doll lieb. Aber es wird knapp scheitern. Tja, mit einer Stimme. Habt ihr mich trotzdem lieb? Jetzt so ein bisschen? Nein, immer noch nicht. Was ist da los? Verwaltungsdienst und Kulturdienst. Ja, dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr in die Kultur investieren. Ach, Moment mal. Ich habe hier noch einen Bezirk, der keine hohe Dichte hat. Das geht doch nicht. Ich würde sagen, ich gucke jetzt erstmal, dass ich ein Museum baue. Das habe ich nämlich noch gar nicht. Das dürfte dann die Christdemokraten hoffentlich ein bisschen freuen. Na, eine Oberschule brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, komm, aber nochmal so eine Kirche. Das dürfte die Christdemokraten auf jeden Fall freuen. Ja, komm, machen wir dich mal hier oben hin. Zack. Hallo? So, das bestätigen wir und wir schlagen den Bezirk so vor. Kritik annehmen. Dann frage ich nochmal, was ich besser machen kann. Das Szenario kennen wir schon. Weniger Sicherheit, aber mehr auf zynisch.
So, ihr Lieben, und ob der Stadtrat unserer Änderung des Bezirkes zustimmen wird, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr mal Tipps habt oder etwas wollt, dass ich etwas anders mache, dann haut's raus in die Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, ihr Lieben. Also, bis dann. Tschüss, Sikowski.